Das Wissensmanagement-Bausteinmodell nach Probst. Wie auch die anderen Wissensmanagement-Modelle zielt das Modell von Probst darauf ab, die Entwicklung, den Transfer sowie die Bewahrung von organisationalem Wissen zu erklären. Das Modell besteht aus einem äußeren Kreislauf bzw. der strategischen Ebene mit den Bausteinen Wissensziele und Wissensbewertung sowie dem inneren Kreislauf bzw. der operativen Ebene. Diese besteht aus den Bausteinen Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissensverteilung, Wissensnutzung und Wissensbewahrung. Diese 8 Bausteine gelten als mögliche Interventionsfelder für Wissensmanagementmaßnahmen in einem Unternehmen. Die 8 Bausteine bauen aufeinander auf. In der operativen Ebene beeinflussen sich die individuellen Bausteine aber auch gegenseitig. Zu den Wissenszielen. Durch die Wissensziele wird festgelegt, welche Fähigkeiten auf welchen Ebenen aufgebaut werden sollen. Normative Ziele richten sich hierbei auf die Entwicklung einer Wissenskultur, welche die zentrale Voraussetzung für das Wissensmanagement ist. Strategische Ziele definieren ausgehend von der Unternehmensstrategie das erfolgskritische Wissen und operative Ziele beinhalten die Umsetzung des Wissensmanagements durch Maßnahmen und Instrumente. Der Baustein Wissensidentifikation soll Transparenz über das interne und externe Wissensumfeld eines Unternehmens schaffen. In vielen Unternehmen gibt es Schwierigkeiten, einen Überblick über intern und extern vorhandenes Wissen zu behalten. Demnach muss bei einem effektiven Wissensmanagement Transparenz herrschen. Mitarbeiter sollen bei ihren Suchaktivitäten unterstützt werden. Dies kann beispielsweise durch Wissenslandkarten ermöglicht werden. Zudem muss zwischen relevantem und nicht relevantem Wissen unterschieden werden. Wird in den Wissenszielen festgelegt, dass neues Wissen zur Umsetzung der Ziele benötigt wird, stehen im Unternehmen 2 Möglichkeiten offen. Zum einen kann das Wissen erworben werden, dies geschieht in den meisten Fällen durch Berater. Vorteilhaft ist hierbei, dass das Wissen unmittelbar zur Verfügung steht. Alternativ dazu kann das Wissen auch intern entwickelt werden. Die Entwicklung kann beispielsweise durch Forschung und Entwicklungsmaßnahmen, der Marktforschung oder auch internen Kreativmethoden bewerkstelligt werden. Daraufhin folgt die Wissensverteilung. Um Wissensinseln im Unternehmen zu vermeiden und Synergien zu nutzen, muss das Wissen effektiv verteilt werden. Die Nutzung des Wissens ist durch die alleinige Identifikation und Verteilung noch nicht sichergestellt. Deswegen zielt der Baustein Wissensnutzung darauf ab, das Wissen so effektiv wie möglich anzuwenden. Im Fokus steht der Abbau von Barrieren und der Skepsis der Mitarbeiter, neues Wissen zu nutzen und Routineabläufe zu durchbrechen. Je weniger das Wissensmanagement genutzt wird, desto schlechter wird die Datenqualität. Mit schlechterer Datenqualität sinkt das Vertrauen in die Daten, was wiederum zu einer weiteren Abnahme der Nutzung und somit zu einer nicht aufhörenden Spirale führt. Die Wissensbewahrung soll ermöglichen, dass internes, unternehmenskritisches Wissen nicht verloren geht. Hier spielt beispielsweise die Speicherung und regelmäßige Aktualisierung des Wissens eine Rolle. Durch individuelle Vorfälle wie Kündigung, Pensionierung, Krankheit oder auch elektronisches Versagen, wie durch Viren oder Hacker, darf das Wissen nicht verloren gehen. Der letzte Baustein, die Wissensbewertung, wieder auf der strategischen Ebene, thematisiert die Messung der zuvor festgelegten Wissensziele. Hier müssen Controlling-Methoden und Instrumente zur Verfügung gestellt werden, die die Erreichung der Ziele messen können. Aufgrund der ermittelten Ergebnisse können neue Ziele definiert oder bestehende Ziele überarbeitet werden. Idealtypisch werden die Bausteine nacheinander in dem Kreislauf, wie man ihn hier sieht, abgearbeitet. In der Realität ist es aber meistens so, dass zuerst sich um das eine Thema gekümmert wird, dann wird irgendwo anders weitergemacht und das läuft nicht in einem Kreislauf ab. Und das wird ja auch nochmal unten durch diese Vernetzung verdeutlicht. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.